Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hogwarts Legacy. Ich sehe gerade, dass wir gar keine Tränke mehr haben. Ah, okay, ich weiß, was ich wollte. War das hier eigentlich letztes Mal, wo wir durch mussten und eigentlich der Riesenkampf stattgefunden hätte? Wo sind die jetzt alle hin? Beim zweiten Mal ist hier keiner mehr. Rebellion. Das Geld bleibt natürlich drin, wenn die Kiste zerfetzt wird, ist okay. Ist natürlich sehr logisch. Oh, hier unten ist auch noch. Da. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Mit Sicherheit nicht. So wie ich die Sache sehe, ist hier nirgends irgendetwas sicher. Jetzt gehen wir erstmal auf Suche nach dieser Höhle. Was sind hier? Für Tierchen. Mondkälber. Haben wir ja schon eins. Ich denke ja mal, dass wir jetzt nicht von allem zwei Tiere brauchen. Und was ist hier? Ach, ich gehe auf den falschen Knopf. Mensch. Niffler. So, dann sollen wir die Berghöhle des Phönix betreten. Gibt's hier sonst noch was? Nö. Dann betreten wir die doch einfach mal. Wäre jetzt mein Vorschlag. Eine Blockade. Hogwarts Wilderer sind schon hier. Wollten wir nicht eigentlich zu Sebastian? Egal, machen wir jetzt eben das. Ist auch kein Problem. Wir müssen das ja sowieso alles mal erledigen. Was? Geht sowas? Nö, wir brauchen noch. Oh ja. Könnte der Phönix da drin sein? Wo drin? Was ein Sauni kriegt man nicht kaputt. Das wird wieder schön. Da nicht noch so eine kleine. Dafür kämpfe ich mich hier durch.
toll. Na egal, was man hat, hat man, ne? Revelio. Dann einmal hier hoch. Unsere Ausrüstungsgegenstände sind mal wieder voll. Ganz Neues. Mal direkt ein paar Sachen wegwerfen, wenn wir ein paar haben. Verbessert uns zwar, aber ist mir jetzt erstmal egal. Oh Gott, das verbessert uns. Das würde ich nur gerne einmal anpassen. Vom Erscheinungsbild her, weil das da sieht saudämlich aus, ehrlich gesagt. Komm, wir gehen mal ohne. Achso, ich wollte eigentlich noch Sachen wegwerfen, gell? Lila und Orange bringen wenigstens Geld. Grün und Blau werde ich jetzt mal weg. Weil ich denke, wir werden hier noch ein paar mehr Sachen finden, die nächsten Missionen. Bevor ich wieder alle 5 Sekunden das Menü öffnen muss. So. Ich hätte im Schloss bleiben sollen. Das Ministerium sollte sich nicht gegen die dunklen Künste stellen. Es gibt einfach keinen besseren Schutz. Das sind ja nicht allzu viele, das funktioniert schon hier. Leistungen zählen hier immer noch. Okay, deswegen. Du bist die Plage, die Treadwell befreit. Bombarda! Du! Du stiehlst. Ich würde das gerne mal erledigen. Verschon mich! Ich hole mir den Kobold! Geht aber nicht. Eigentlich habe ich das jetzt gemacht, aber egal. Dann zählt es eben nicht. Hier gibt es bestimmt wieder was Schönes. Weil hier nämlich lauter kleine Spinnen sind. Das bringt nichts. Nämlich einen Rang zumindest. Das ist doch schon mal was. Ich übersehe wieder die Hälfte der Durchgänge oder ignoriere sie. Ja. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Einige. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich normale Arbeit. Was ist denn da los?
So, ein bisschen Geld hier noch. Noch irgendwas. Da hinten. Und lass ich jetzt mal, ich bin auch ehrlich gesagt im Moment eher an Geld interessiert. Auch wenn wir uns wenig kaufen, aber das, was wir uns kaufen sollen, das ist ja immer unfassbar teuer. Der Phönix. So, wenn wir es jetzt nicht verkacken, kriegen wir den vielleicht. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Außerdem kann der mich gar nicht sehen, ich bin unsichtbar. So. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Das kriegen wir eh nicht auf. Gut, ich muss mich mal kurz, glaube ich, sichtbar machen, sonst schaffe ich den Sprung vermutlich nicht. Da ist er wieder. Sieht irgendwie nicht so aus, als wollte ich da so drauf springen. So viel Vertrauen habe ich in das. Das sieht Holz nicht. Wo ist die Spinne dahin? Schlecht. Okay. Genau so war's geplant. Wahnsinn, jetzt gerade egal hier. Die ignoriere ich jetzt kurz. Da ist sogar ein Warnschild über uns gewesen mit Spinnen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es hier Spinnen gibt. Oh, was gibt's noch? Du bist widerlich. Also wird noch eine. Komisch ist nicht mehr. Okay, dann weiter da hoch. Ich habe nur gute Zauber, aber auch nur wenn mit langer Abkühldauer. Ups.
Dinge. Also ich habe jetzt nicht so gebüßt. Wann kommt das? Die haben immer so wenig Geld bei sich. Gibt es hier noch was? Es ist schwierig, wo es da weitergeht. Na gut, es ist nicht so schwierig. Ich glaube, es ist dann doch auf jeden Fall hier. Braucht man schon gut Kraft, ihr. Also sportlich sein muss man für Hogwarts und für Abenteuer. Sind wir aber ja wieder draußen. Wo ist die Tasche? So, das geht einfach so. Ich bringe dich in Sicherheit. Bringen wir dich zum Raum zurück. Dass man da nicht alles kriegt. Wird sich freuen. Huch, jetzt geht da Steam auf. Und die Briefe, die wir bekommen, sind auch wieder extrem laut. Anscheinend kann ich da runterlaufen. Vom Flur fliegen haben wir nicht, glaube ich, nicht so viele. War aber eine schöne Gegend da jetzt, vor allem gerade zum Schluss. Sieht interessant aus. Der Raum der Wünsche ist jetzt nicht gerade um die Ecke, deswegen Schnellreise, würde ich sagen, ist da angebracht. Gott, was war das denn? Wie sind wir denn gerade gelaufen? Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Gut zu wissen, vielen Dank. Deke findet, Sie sollten stolz. Ein Herr Phönix hätte gerne ein eigenes Apartment anscheinend. Da gehen wir jetzt mal hingucken, ob wir uns gerade noch eine Phönixfeder holen können. Wenn wir uns um das Tierchen kümmern.
Ich weiß nicht, ob es gibt. Ja, noch mal wie eine komplett eigene Map. Wie viel Platz hat das hier denn? Kriegen wir sogar noch 3. Liegen kann ich hier drin nicht. Komisch, der Phönix darf's. So, sehr schön. Irgendwann verlaufe ich mich jetzt in dem Raum der Wünsche auch noch. Wir haben noch was zum Identifizieren. Und dann können wir mal ein paar Sachen verkaufen, glaube ich. Was ist das denn? Gucke ich hier noch einmal durch, aber da haben wir eben schon alles, ne? Den dürfen wir noch nicht benutzen. Das auch nicht, aber das brauche ich auch nicht. So, also gut, dass ich noch mal geguckt habe. Ich wollte gerade sagen, also können wir alles, was wir jetzt nicht anhaben, verkaufen. Oh, komm, ich lass die mal. Nicht. So, das haben wir jetzt geguckt. Den Rest, den wir haben, können wir verkaufen. Deshalb gehe ich jetzt mal noch kurz nach Hogsmeade. Und verkaufe dem Typen, den wir noch arm machen, unsere ganzen Sachen. Auf geht's nach Hogsmeade. Ich brauche immer erstmal Orientierung. Das ist so einfach und doch für mich irgendwie ein bisschen kompliziert. Für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Ja, dafür brauchst du jetzt nicht dein ganzes Leben lang zu bedanken. Wie der Umhang verbessert uns. Warum habe ich das nicht schon wieder gesehen? Gut, dann verkaufe ich mal das da, das da, das da. Das können wir nicht benutzen. Ich mal gerade nach dem Umhang. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ganz gut Geld. 4687. Ein Umhang war das. 61. Warum haben wir den nicht angezogen? Ah ja. Den verschönern wir aber noch ein bisschen optisch. Das ist eigentlich auch ganz schön. Machen wir wenigstens mal was anderes an. Ich nehme den mal kurz. So. Dann verkaufe ich das andere Ding noch an ihn. Wie kann ich heute behilflich sein? So. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Haben wir auch mal noch mal Platz, um andere Sachen mitzunehmen. Gut. Dann. Was ist das hier noch alles? Wir haben hier noch einen Haufen Nebenaufgaben, ne? Hier können wir ein Einhorn. Komm, das mache ich jetzt mal noch kurz. Einhörner sind irgendwie. Müssen wir jetzt auch mal gesehen haben. So. Aus Prinzip.
Hallo. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Ich halte nach ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine fürchterliche Stimme hat. Am strahlenden Fell. Und ja. Oh. Sie ist ein dickköpfiges. Krieg noch Kopfweh. Damit sie mitkommt. Haben Sie mein Piekse-Pony gefunden? Komm, das da lass ich jetzt erstmal gut sein. Aber. Ich würde mich tatsächlich dafür interessieren, das hier gerade zu machen, dass wir. Achso, ich muss erst die Karte wechseln. Ist da. Oh Gott, der Steuerung hier. Ein Reisepunkt, Nanny. Also auch gar nicht mehr weit weg, wir müssen hier noch hier nach unten. Hazel muss hier irgendwo sein. Also auf jeden Fall ein Einhorn. Und es ist auch nur das eine. Soll ich die jetzt mitnehmen? Schaffe ich schon wieder nicht. Einhorn ist gar nicht so einfach. Das war knapp. Ruhig. Ich tue dir ja nichts. Achso, das war gar nicht Hazel.
Das Häsel. Das ist Häsel. Komm schon, ich will doch nur helfen. Arresto Momentum. Na los, Häsel. Die sind mir gerade egal. Oh, das funktioniert so schon wieder nicht. Komisch, dass die sich nicht für das Einhorn interessieren. So knapp. Stell dich nicht so an. Verdammt, ich hasse es. Oh, welch angenehme Überraschung. Was, dass hier überall Feinde sind? Dank. So muss zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Dann müssen wir noch mal nach Hogsmeade. Und zwar ein bisschen gerade hier hin. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Häsel gefunden. Oh, ein Glück! Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen, aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Aber natürlich. Kümmern Sie sich gut um Häsel, ja? Dann bringen wir die jetzt mal zuerst noch nach Hogwarts. Schade, dass das andere kein männliches war. Bringen wir die nochmal zum Phönix. Das ist gar nicht der Phönix. Egal, ich blicke hier nicht mehr durch. So, dann machen wir die hier hin. Dann bekommen wir auch Einhornhaar. Wir uns gerade noch hier um so ein Tier kümmern. Ich weiß gar nicht, ah, ein Kniesel. Ich weiß, wollte ich gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt ist.
Gut. Ja, wir haben uns schon mal nochmal versorgt. Wir können noch mal gerade gucken, was wir damit vielleicht verbessern könnten. Den hier haben wir nämlich zum Beispiel noch nicht verbessert. Nee, Quatsch, ich... Oh. Erhöhter Schaden des Expelliarmus, ist schon mal nicht so schlecht. Komm, machen wir mal. Den könnte ich jetzt auch direkt verbessern, könnten wir ihn umziehen, sobald wir aufgestiegen sind. Aber ich weiß nicht, ob wir in der Zwischenzeit noch was Besseres finden. Andererseits steigen wir in ungefähr 5 Sekunden gefühlt auf. Geht ja wirklich nicht mehr viel. So. Als nächstes würde ich dann aber vorschlagen, dass wir mal bei Sebastian weitermachen. Ich glaube, das wollte ich eigentlich auch ursprünglich heute. Jetzt muss ich den nur erstmal finden. Die Richtung schon mal falsch.